Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2018, Schwerpunktthema NE 555. Und da machen wir heute das zweite Türchen auf. Zweites Türchen sehe ich hier. So, da ist drin ein Batterieclip. Okay, gucken wir mal, was wir damit machen sollen. Das zweite Türchen verbirgt einen Batterieclip für die 9-Volt-Batterie. Bauen Sie den Versuch vom ersten Tag noch einmal etwas anders auf. Verwenden Sie den Batterieclip und beachten Sie, dass der schwarze Anschlussdraht der Minuspol ist und der rote der Pluspol. Ja, der Widerstand bestimmt den Strom durch die LED. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass etwa 2 Volt an der LED liegen, also noch etwa 7 Volt am Widerstand. Daraus ergibt sich ein Strom von 0,3 Milliampere. Zum Vergleich, LEDs werden meist für Ströme von 20 Milliampere ausgelegt. Diese grüne LED kommt jedoch schon mit deutlich weniger als 1 Milliampere aus, um gut sichtbares Licht zu erzeugen. Ja, schön. Friemeln wir das Ganze mal auseinander. So, das ist jetzt recht einfach. Der kommt hier oben einfach drauf. Zack. Na, ja, passt. So. Mit den Farben komme ich auch nach Jahrzehnten immer noch durcheinander. Ich habe mir mal irgendwann gemerkt, rot ist heiß und rot ist also und ja, und das ist der Pluspol. So, bei der LED hatten wir gelernt, der lange ist der Pluspol. Rot ist plus. Also man kann durch eine Verpolung kann man hier nichts falsch machen, weil das ist ja dafür ist es ja eine Diode. Also der lange an den roten und der kurze nicht an den schwarzen, dann macht er die LED kaputt. Das habe ich durchaus schon in den letzten Jahren hat man das Experiment öfter und dann aneinander halten und dann leuchtet die LED, wie man sieht. So. Da stehen auch noch was von Strömen, noch von Strömen messen. Ja. Und Moment, was steht denn hier? 0,3. Es fließt ein Strom von nur 0,3 Milliampere. LEDs können 20 Milliampere ab. Aber man sollte sie unter keinen Umständen direkt hier dran halten. Das haben wir in früheren Jahren wohl auch schon gemacht. Und offensichtlich sind nicht nur mir LEDs dabei durchgeflutscht. Ja, gut, bei mir ist das nicht so dramatisch. Ich habe einen LED-Tester. Und ich habe auch genug LEDs rumliegen, um notfalls eine andere zu nehmen. Aber es ist in früheren Jahren öfter mal passiert, dass. So. Das war Tag 2. Ihr werdet es nicht glauben. Als nächstes kommt Tag 3, gesteckter Aufbau. Bis dahin, tschüss.